Dieser Film führt in ein Land, das die Weltmeere eroberte. Und in eine Zeit, als Männer mit Vornamen Jedediah hießen. Wie Jedediah Strutt, einer der Väter der industriellen Revolution. Hier im Derwent Valley in Mittelengland, zwischen Matlock im Norden und Derby im Süden, ist der Ort, where it all began. Wo alles anfing. Gemeint ist das Industriezeitalter und mit ihm die globale Ökonomie. Am Ufer des Flusses Derwent und angetrieben von seinem Wasser begann die industrielle Revolution. Wenn es denn wirklich einen Ort gibt, wo sie begann und einen Zeitpunkt. Richard Arkwright, Tüftler, Erfinder, Unternehmer. Sein Porträt im Museum in Derby. Der kleine Apparat da neben ihm, nicht ganz seine Erfindung, aber sein Patent. Es ist das Herzstück seiner Spinnmaschine, des Waterframe. Arkwrights Fabrik in Cromford, 1771. Hier wurde das Fabriksystem erfunden, das Arkwright System. Das Wort Fabrik gab es damals noch nicht. Die ersten Fabriken hießen Mills, Mühlen, da sie von Mühlrädern angetrieben wurden. Die noch stehen, sind sehr von der Zeit mitgenommen. Was Wunder. Sie gingen durch viele Herren Hände. Profit war ihr einziger Daseinszweck. Nun aber, da sie nichts mehr abwerfen, sind sie Weltkulturerbe. Flussabwärts von Cromford liegt Belper mit seiner großen Mühle aus rotem Backstein. Sie steht fast ganz leer und träumt von einem neuen Leben. Ein kleines Museum ist darin, wo man einen Waterframe besichtigen kann. Baumwollbänder werden durch zwei Walzenpaare gezogen und durch Spindeln verdreht. So entsteht Garn. Es ist ganz einfach. So einfach, und darauf kam es Arkwright an, dass ein Kind die Maschine bedienen kann. Eine ungelernte Arbeitskraft, ein Kind oft, ersetzte ein Dutzend Heimarbeiterinnen, die noch an Spinnrädern saßen. Dem Waterframe waren andere Maschinen vorausgegangen. John Kays Webstuhl mit dem Schnellschützen vor allem. Aber auch Jedediah Strutts Strickmaschine, mit der er gerippte Baumwollwaren herstellen konnte.
Erfindungen wie diese und Unternehmer wie Strutt bewirkten jenen historischen Hunger nach Garn, der Arkwrights Spinnmaschine überhaupt erst nötig und rentabel machte. Daher gehörte Strutt auch zu den Finanziers und Partnern des mittellosen Arkwright. Und viele in Belper finden es bedauerlich, dass der bescheidene Jedediah, dessen Nachfahren den Titel Lord Belper tragen, heute im Schatten Arkwrights steht. Folgt man dem Fluss weiter nach Süden, kommt man nach Derby. Die Stadt gab der Grafschaft Derbyshire ihren Namen und dem Derby. Die Mühle ist ein halbes Jahrhundert älter als die von Cromford. 1718 hatte Thomas Lomb das Patent auf eine Seitenwurfmaschine angemeldet. Und seit 1721 drehten sich hier die Räder. Eine Ansicht Derbys aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie zeigt, wie sehr die Mühle mit ihren Nebengebäuden das Stadtbild beherrschte. 5 Stockwerke hatte sie damals, 300 Menschen gingen hier zur Arbeit. Dies war Englands erste echte Fabrik, die erste von zahllosen. Hier also müsste man den Ursprungsort des Industriezeitalters suchen. Wenn nicht die Kenntnis der wassergetriebenen Seidenwurfmaschine aus Italien nach England gekommen wäre. Und zwar durch Industriespionage. Der Spion war Thomas Lombs Bruder John. Er wird dafür in Derby bis heute hoch geschätzt. John Lomb wurde nur 29 Jahre alt. Es heißt, er sei vergiftet worden von der Hand einer geheimnisvollen Dame, die ihm aus Italien nachgereist war. Von Cromford aus wurde ein Kanal gebaut. Zum Transport von Waren, Baumaterial, Kohle. Heute ein Idyll. Geht man ein paar Schritte die Hänge hinauf, findet man sich in einer dramatischen Waldlandschaft wieder. Dies sind jedoch keine natürlichen Formationen, sondern aufgelassene Steinbrüche der vergangenen Jahrhunderte. Der ist kein Engländer, der das Lied Jerusalem nicht kennt und ohne zu stocken mitsingen kann. Darin heißt es: And was Jerusalem builded there, among those dark satanic mills? Wurde Jerusalem in England neu erbaut, unter jenen dunklen Satansmühlen? Bereits im Sommer 1776 ließ Arkwright 200 seiner Arbeiter eine weitere Mühle bauen. Auch die Masson Mill wurde mit Wasser betrieben, später durch eine Dampfmaschine. Die Satansmühlen zogen viel Hass auf sich. Aber ihr Triumph war unvermeidlich. Ihr Untergang, 200 Jahre später, wohl auch. Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde hier Garn gesponnen.
Das Museum, teure Leidenschaft eines Privatmanns, handelt mehr vom Ende der industriellen Arbeit als von ihrem Anfang. Die Räder drehen sich leer, ohne Sinn. Nur damit man sieht, wie es einmal war. Sie produzieren nicht mehr. Cromford war nicht mal ein Dorf, als Richard Arkwright kam. Ein paar Cottages, ein paar Bleiminen in der Umgebung. Die Reise von London dauerte mehrere Tage, denn die Straßen waren schlecht in diesem Land der Seefahrer. Die alte Arbeitersiedlung, eine der ersten der Welt, gibt es noch. Sie hat eine urige Gemütlichkeit. Die Gärten gehören seit jeher dazu. Die Schweineställe auch. Ein Ort proletarischen Elends war dies nicht. Die Buchhandlung gibt an, eine Gründung von 1794 zu sein. Auf Nachfrage murmelt der Buchhändler: Zahlendreher, muss 1974 heißen. Dass ein so kleiner Ort wie Cromford mit gut 1500 Einwohnern überhaupt eine Buchhandlung hat, ist heute erstaunlich. Dass der Guardian sie zu einer der 10 besten der Welt zählt, die reine Wahrheit. Das Greyhound Hotel stammt wirklich aus der ersten Zeit, 1778. Und Arkwright, als er schon lange steinreich war, bat Georgiana, Herzogin von Devonshire, der er Geld geliehen hatte, sie möge ihre Briefe doch bitte ans Greyhound adressieren, nicht an seine Heimadresse. Der Mann war Friseur gewesen, Perückenmacher. »1786 wurde Arkwright zum Ritter geschlagen und gab ein Schloss in Auftrag, Willesley Castle. Das Haus diente im Ersten Weltkrieg als Lazarett, ist heute ein christliches Hotel und hat von beidem, Schloss und Lazarett, etwas bewahrt.« Arkwright hat es nie bezogen, denn er starb 1792, noch vor der Fertigstellung. Bei seinem Tod übertraf sein Einkommen, so schrieb das Gentleman's Magazine, das der meisten deutschen Fürstentümer. Auch die Kirche, die er bauen ließ, sah Arkwright nicht mehr. Und seine irdischen Reste wurden erst lange nach seinem Tod hierher überführt. Seine Patente hatte man ihm in mehreren Prozessen abgestritten. Ohne Bitternis war auch dieser Mann nicht. Dem Karl Marx nachrief, er sei der größte Dieb und der gemeinste Kerl gewesen. Er tut ihm Unrecht. Im Derwent Valley würde das heute jeder bestätigen. Weitere Informationen zu unserer Reihe finden Sie im Internet unter www.schätzederwelt.de. Die Gärten gehören seit jeher dazu. Die Schweineställe auch. Ein Ort proletarischen Elends war dies nicht. Die Buchhandlung gibt an, eine Gründung von 1794 zu sein.
Auf Nachfrage murmelt der Buchhändler: Zahlendreher, muss 1974 heißen. Dass ein so kleiner Ort wie Cromford mit gut 1500 Einwohnern überhaupt eine Buchhandlung hat, ist heute erstaunlich. Dass der Guardian sie zu einer der 10 besten der Welt zählt, die reine Wahrheit. Das Greyhound Hotel stammt wirklich aus der ersten Zeit, 1778. Und Arkwright, als er schon lange steinreich war, bat Georgiana, Herzogin von Devonshire, der er Geld geliehen hatte, sie möge ihre Briefe doch bitte ans Greyhound adressieren, nicht an seine Heimadresse. Der Mann war Friseur gewesen, Perückenmacher. »1786 wurde Arkwright zum Ritter geschlagen und gab ein Schloss in Auftrag, Willesley Castle. Das Haus diente im Ersten Weltkrieg als Lazarett, ist heute ein christliches Hotel und hat von beidem, Schloss und Lazarett, etwas bewahrt.« Arkwright hat es nie bezogen, denn er starb 1792, noch vor der Fertigstellung. Bei seinem Tod übertraf sein Einkommen, so schrieb das Gentleman's Magazine, das der meisten deutschen Fürstentümer. Auch die Kirche, die er bauen ließ, sah Arkwright nicht mehr. Und seine irdischen Reste wurden erst lange nach seinem Tod hierher überführt. Seine Patente hatte man ihm in mehreren Prozessen abgestritten. Ohne Bitternis war auch dieser Mann nicht. Dem Karl Marx nachrief, er sei der größte Dieb und der gemeinste Kerl gewesen. 1776 ließ Arkwright 200 seiner Arbeiter eine weitere Mühle bauen. Auch die Masson Mill wurde mit Wasser betrieben, später durch eine Dampfmaschine. Die Satansmühlen zogen viel Hass auf sich, aber ihr Triumph war unvermeidlich. Ihr Untergang, 200 Jahre später, wohl auch. Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde hier Garn gesponnen. Das Museum, teure Leidenschaft eines Privatmanns, handelt mehr vom Ende der industriellen Arbeit als von ihrem Anfang. Die Räder drehen sich leer, ohne Sinn. Nur damit man sieht, wie es einmal war. Sie produzieren nicht mehr. Cromford war nicht mal ein Dorf, als Richard Arkwright kam. Ein paar Cottages, ein paar Bleiminen in der Umgebung. Die Reise von London dauerte mehrere Tage, denn die Straßen waren schlecht in diesem Land der Seefahrer. Die alte Arbeitersiedlung, eine der ersten der Welt, gibt es noch. Sie hat eine urige Gemütlichkeit. Die Gärten gehören seit jeher dazu. Die Schweineställe auch. Ein Ort proletarischen Elends war dies nicht. Die Buchhandlung gibt an, eine Gründung von 1794 zu sein. Auf Nachfrage murmelt der Buchhändler: Zahlendreher, muss 1974 heißen. Dass ein so kleiner Ort wie Cromford mit gut 1500 Einwohnern überhaupt eine Buchhandlung hat,
ist heute erstaunlich. Dass der Guardian sie zu einer der 10 Besten der Welt zählt, die reine Wahrheit. Das Greyhound Hotel stammt wirklich aus der ersten Zeit, 1778. Und Arkwright, als er schon lange steinreich war, bat Georgiana, Herzogin von Devonshire, der er Geld geliehen hatte, sie möge ihre Briefe doch. Das Wort Fabrik gab es damals noch nicht. Die ersten Fabriken hießen Mills, Mühlen, da sie von Mühlrädern angetrieben wurden. Die noch stehen, sind sehr von der Zeit mitgenommen. Was Wunder. Sie gingen durch viele Herren Hände. Profit war ihr einziger Daseinszweck. Nun aber, da sie nichts mehr abwerfen, sind sie Weltkulturerbe. Flussabwärts von Cromford liegt Belper mit seiner großen Mühle aus rotem Backstein. Sie steht fast ganz leer und träumt von einem neuen Leben. Ein kleines Museum ist darin, wo man einen Waterframe besichtigen kann. Baumwollbänder werden durch 2 Walzenpaare gezogen und durch Spindeln verdreht. So entsteht Garn. Es ist ganz einfach. So einfach, und darauf kam es Arkwright an, dass ein Kind die Maschine bedienen kann. Eine ungelernte Arbeitskraft, ein Kind oft, ersetzte 1 Dutzend Heimarbeiterinnen, die noch an Spinnrädern saßen. Dem Waterframe waren andere Maschinen vorausgegangen. John Kays Webstuhl mit dem Schnellschützen vor allem. Aber auch Jedediah Strutts Strickmaschine, mit der er gerippte Baumwollwaren herstellen konnte. Erfindungen wie diese und Unternehmer wie Strutt bewirkten jenen historischen Hunger nach Garn, der Arkwrights Spinnmaschine überhaupt erst nötig und rentabel machte. Daher gehörte Strutt auch zu den Finanziers und Partnern des mittellosen Arkwright. Und viele in Belper finden es bedauerlich, dass der bescheidene Jedediah, dessen Nachfahren den Titel Lord Belper tragen, heute im Schatten Arkwrights steht. Folgt man dem Fluss weiter nach Süden, kommt man nach Derby. Die Stadt gab der Grafschaft Derbyshire ihren Namen und dem Derby. Die Mühle ist ein halbes Jahrhundert älter und mit ihm die globale Ökonomie. Am Ufer des Flusses Derwent und angetrieben von seinem Wasser begann die industrielle Revolution. Wenn es denn wirklich einen Ort gibt, wo sie begann,
und einen Zeitpunkt. Richard Arkwright, Tüftler, Erfinder, Unternehmer. Sein Porträt im Museum in Derby. Der kleine Apparat daneben ihm, nicht ganz seine Erfindung, aber sein Patent. Es ist das Herzstück seiner Spinnmaschine, des Waterframe. Arkwrights Fabrik in Cromford, 1771. Hier wurde das Fabriksystem erfunden, das Arkwright System. Das Wort Fabrik gab es damals noch nicht. Die ersten Fabriken hießen Mills, Mühlen, da sie von Mühlrädern angetrieben wurden. Die noch stehen, sind sehr von der Zeit mitgenommen. Was Wunder. Sie gingen durch viele Herren Hände. Profit war ihr einziger Daseinszweck. Nun aber, da sie nichts mehr abwerfen, sind sie Weltkulturerbe. Flussabwärts von Cromford liegt Belper mit seiner großen Mühle aus rotem Backstein.